Dann begrüße ich Sie nochmal ganz recht herzlich zum heutigen Webinar über die ganzheitliche Leberreinigung, Frühjahrskur für Leber und Darm. Ich zeige Ihnen ganz kurz, was wir uns in dieser Stunde angucken werden. Zuerst sprechen wir über die berühmte Darm-Leber-Achse. Dann schauen wir uns diverse Probleme an, aber auch die Ursachen dieser Probleme, denn das hilft uns, im letzten Schritt zu schauen, ja, wie sieht denn dann die Lösung aus und wie kann ich das wirklich rausfinden, ob ich das wirklich habe und was kann ich dann tun? Das ist so das, die Agenda des heutigen Abends und wie gesagt, zögern Sie nicht, mir zu schreiben oder Fragen zu stellen. Also, jetzt fangen wir doch mal an. Ich habe so zwei Bilder mitgebracht. Ich finde das immer noch cool. Als ich Anatomie noch gar nicht kannte, dachte ich mir immer, wo ist die Leber? Und das Bild finde ich nochmal süß. Wir sehen wirklich so, auf der rechten Seite hat es die Leber, fast gespiegelt mit dem Darm. Dieses grüne Etwas, das schauen wir uns heute nochmal öfter an, ist die Gallenblase. Es steckt da so in der Leber drin. Und dieses komische Blatt hier, das ist unsere Bauchspeicheldrüse. Genau. Dann haben wir den Darm, das ist dieses Durcheinander, ist der Dünndarm und dann schön drumherum der Dickdarm mit den Bewohnern. Das Bild ist auch nochmal cool, weil meine Frau, die Birgit Sachers, ist ja Kraniosakraltherapeutin und die sagt immer, wo ist die Leber? Also ich muss immer fragen. Und hier, das, was ich noch cool finde, ist wirklich, hier sieht man so, das ist so der Rippenbogen. Und viele fragen sich immer, kann ich die Leber eigentlich fühlen? Eigentlich nicht. Ja, man sieht nämlich hier, wenn man so drunter hier, viele denken, hier unten fühle ich die Leber, so gut wie nicht. Es gibt so ein paar Techniken, die die Manualtherapeuten beherrschen. Die können dann so fühlen, wenn die Leber sich mal vorstreckt beim Einatmen, glaube ich, genau, wie die so beschaffen ist. Aber normalerweise ist die hier gut unterm Brustkorb versteckt. Ja, wohingegen hier ist der Dickdarm und darunter der Dünndarm. Ja, ich finde das Bild immer noch mal gut, weil das so die Knochen, das Skelett noch mit aufzeigt. Genau. Ja, ich zeige jetzt mal ein paar Folien, erstmal zum Darm und dann zur Leber. Für die, die vielleicht schon mal dabei waren, sagen sich, ah, kenne ich schon. Dann mache ich das auch nur ganz kurz und ich möchte vor allen Dingen auch ein paar Sachen hinweisen und zeigen, die was mit der Leber und der Leber, ja, Darm-Leber-Achse zu tun haben und Probleme machen. Sie wissen natürlich alle, die Länge vom Darm, ja, 4 bis 6 Meter Dünndarm, 1,5 Meter Dickdarm, eine Riesenoberfläche, 400 bis 500 Quadratmeter, so riesig, weil, Sie kennen unsere schöne Struktur vom Darm bestimmt, ja, die ganzen Kerkringschen Falten, die Zotten und Krypten und überall darauf noch die Mikrovilli. Dadurch kommt man auf eine so riesige Oberfläche, verglichen mit den 7 bis 8 Metern der Länge des Darms. Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Ich, auf diesen Folien mache ich immer so einen roten Gewitterpfeil. Wenn es Sachen gibt, die vielleicht uns nachher zu diesem heutigen Thema Darm-Leber-Achse und Leberreinigung oder Darmreinigung wichtig sind. Und ich mache schon mal als erste Gewitterpfeil diese Struktur hier mit den Mikrovilli und den Darmzellen. Könnte schon mal eine Ursache für bestimmte Probleme sein. Ja, Thema Leaky Gut. Aber mehr nachher dazu. Ja, aber nur, das wollen wir uns schon mal anschauen. Anatomie vom Darm ist eins. Und wo sind potenzielle Schwachstellen? Ja, Funktion des Darms. Man denkt immer nur so, ja, der dient eigentlich nur der Verdauung und Nährstoffresorption. Aber was da auch wichtig ist, ist nebst der Regulation vom Wasserhaushalt. Immunsystem, ganz wichtig. Ausbildung eines Großteils der Abwehrzellen des Immunsystems. Mehr als 80%, aber dieser Punkt ist heute Abend wichtig, Produktion von Hormonen und Botenstoffen. Ja, die werden nämlich auch im Darm teilweise produziert. Und wo geht das ganze Zeug hin? Das geht natürlich dann vom Darm über die Blutbahn direkt zur Leber und beeinflusst dort auch. Und deswegen habe ich ja da mal einen Gewitterfall ganz oben gemacht, aber auch hier unten müsste ich noch einen machen, denn man muss sich immer schauen, erstens, verdauen wir wirklich gut und resorbieren wir alles? Und alles, was wir resorbieren, geht über die Darmschleimhaut, die Blutgefäße zur Leber. Andererseits, Produktion von Hormonen und Botenstoffen, produzieren wir die richtigen Sachen oder produzieren wir irgendeinen Müll, den die Leber entgiften müsste. Was ist noch wichtig im Darm?
Darmflora, unsere Mikrobiota. Ja, wir haben fast 2 Kilogramm Darmbakterien, 400 bis 600 verschiedene Stämme. Man weiß auch, die Naturvölker, also das große Vorbild bezüglich Darmflora, haben fast bis zu 1000 verschiedene Stämme von Bakterien. Die haben ein mega vielfältiges Darmmikrobiom. Ja, und jeder hat so seinen eigenen bakteriellen Fingerabdruck. Und da ist einfach wichtig, na klar haben wir auch gute und schlechte Bakterien im Darm. Wir essen ja nicht steril und das ist auch gut so. Aber normalerweise gibt es da so eine gesunde Symbiose. Wir versuchen eigentlich, ja, unsere Bakterien, die wir beherbergen, beheimaten, gut zu ernähren. Und dafür sorgen die dann für unsere Gesundheit. Ja. Wenn es aber dann nicht so wirklich klappt, dass irgendwas bei der Ernährung schiefgeht, sorgen die sich natürlich nicht für unsere Gesundheit, sondern manchmal, wenn es dann schlechte Sachen gibt, werden Stoffe produziert, die uns eher krank machen und vor allen Dingen unsere Leber belasten. Und deswegen wollte ich Ihnen kurz nochmal diese Charts anfangs zeigen, was das eigentlich vom Darm her so das Wichtige ist. Ja? Also langer, komplizierter Darm, extrem große Schleimhaut, wo was schiefgehen kann, großes Mikrobiom, bis zu 2 Kilogramm Bewohnern. Dann ist immer die Frage, ist dieses Ökosystem im Gleichgewicht? Und ja, wir haben eine ziemliche Verbindung, so eine Standleitung mit der Leber. Ich gucke gerade bei Fragen, genau, eine bis jetzt. Wie gesagt, zögern Sie nicht, wenn irgendwelche Fragen sind, können das einfach bei F&A eintippen. Gut, Darm-Leber-Achse. Wir wechseln die Perspektive, gehen vom Darm zur Leber. Das Bild finde ich noch cool. Ja, ich muss gerade hier meine Sachen auf dem Bildschirm mal wegschieben. Voilà. Die Leber ist auch so in der Sprache so ein Ort der Emotionen. Wir sagen immer gerne Leber. Fröhlichkeit, Heiterkeit, aufs Gegenteil. Wut, offen oder unterdrückt, dieser Gallestau, aber auch Zorn und Rache. Auch das Wort Choleriker kommt ja auch von der Leber und der Galle, dieser gestauten Wut. Man sieht hier auf diesem Bild auch sehr gut, hier sehen Sie die Leber, wieder dieses Grüne hier, diese Gallenblase und da sehen Sie dann auch die Steine, das ist da, wo die dann auch manchmal entstehen können. Ja, und das ist wichtig, dieser emotionale Aspekt. Ja. Viele sprechen ja mal vom Bauchgefühl, ja, und da haben wir eben ja auch gesehen, Darm, viele Nerven, viele Botenstoffe, Bauchgefühl. Leber hingegen ist nicht so das Lebergefühl, sondern Emotionen. Ja, auf der einen Seite die Fröhlichkeit, andererseits die Wut. Ja, das ist so dieses Leberthema. Und ich glaube, bei dem Bild von dem Herrn sieht man das auch sehr gut. Genau, jetzt gucken wir. Voilà. Was wir jetzt nebst diesen Emotionen wissen müssen über die Leber als Folgendes, ist eigentlich unser ein Hochleistungsorgan. Es macht total viel. Und zwar ist es unser größtes Stoffwechselorgan. Was bedeutet das? Einerseits filtert die Leber tagtäglich 2000 Liter Blut. Sprich, alles, was vom Darm kommt, und ich zeige Ihnen nachher noch ein schönes Bild, aber per Standleitung vom Darm zur Leber und dort wird es gefiltert. Ja. Was hier auch reguliert, ist unseren Eiweiß-, Fett- und Zuckerstoffwechsel und dient auch als Speicher- und Entgiftungsstation. Klar, Entgiftungsstation, klar, weil die filtert ja auch, dann ist natürlich sinnvoll, dass dort das meiste auch gelagert wird. Das Gleiche gilt auch, und das ist wichtig, dass ich das jetzt schon mal sage, diese Speicherstation, alles, was hier vom Stoffwechsel, wenn zu viel ist, wird dann in der Leber gespeichert. Weil warum in die Ferne schweifen, wo das Gute liegt so nah? Weil die Leber, wenn ich da was speichern muss, weil ich zu viel von irgendetwas habe, speichere ich es doch gleich in der Leber, bis sie voll ist. Ja? Ich sage das hier so, wir kommen auf die Probleme nachher, aber wirklich um zu verstehen, was die Leber alles so macht. Also es ist wirklich ein Hochleistungsorgan. Ich finde es immer wichtig zu verstehen, die arbeitet 24 Stunden am Tag, ein gutes Pendel und macht viele Sachen. Und dieses Bild möchte ich Ihnen mal zeigen, weil es sieht jetzt so ein bisschen aufgedröselt auf, wie so vom Chirurgen gemacht, aber man sieht hier diesen Dünndarm und das ist ja da, wo wir die Nährstoffe resorbieren.
Und dort hier, da sehen Sie so Gänge. Ja, hier steht so diese ganzen, man nennt das Pfortader, den Begriff sehen Sie hier. Das geht dann über diese Pfortader direkt zur Leber. Und das ist mega wichtig zu verstehen, wirklich dieses Prinzip. Alles, was wir im Darm aufnehmen, wird direkt darüber in die Leber gebracht. Und die muss das dann entgiften. Ja, also es zirkuliert jetzt nicht erstmal anders durch den Körper oder so, sondern es wird direkt zur Leber gebracht. Was passiert in der Leber? Und das Bild kommt noch hinzu. Das ist jetzt, also das Bild ist ja jetzt sozusagen auf einem hohen Niveau, sozusagen die Leber mal so kompakt dargestellt, ohne die jetzt aufzudröhnen. Ja. In der Leber selber ist es noch spannend. So sieht die Leber aus. Also hier ist nochmal so ein Leberlappen, ist aber überall gleich, in der linke. Der ist mal so wie aufgeschnitten. So, was sieht man da? Und dann ist das hier größer gezeichnet. Und so sieht die überall aus. Weil man muss sich ja fragen, wie macht die Leber das mit der Entgiftung? Ja. Und da ist es wirklich so, dass die Leber hier, das sind diese Leberzellen. Ja, also diese Dinger hier sind Leberzellen. Dann sind hier diese blauen, das sind so Leberpfortader, Arterie und Gallengang und Vene kommt da alles an. Wenn Sie sich jetzt denken, was ist denn das Kompliziertes? Wofür brauche ich sowas Komplexes? Das sieht man hier gut. Also dieses Ding hier ist jetzt, ich gehe mal einen wieder zurück, sowas hier aufgesplittet. Also im Prinzip diese komischen Zellen, diese Runden haben sie überall. Und wenn wir da jetzt noch tiefer reinzoomen, sieht es dann so aus. Also hier Zentralvene, hier kommt, mal gucken gerade, Ast der Pfortader. Also hier in diesem Ding hier, dadurch über die Pfortader, also sprich über die Standleitung vom Darm, kommt Blut mit den Nährstoffen bzw. den Sachen, die wir aufnehmen im Darm. Und das fließt dann hier rein und letztendlich fließt das durch die Zentralvene wieder raus. Nur wenn das so einfach wäre, rein raus, dann ist die Frage, wie entgifte ich denn? Und darum finde ich das Bild so cool. Ich habe das in meiner Ausbildung damals gekriegt. Was man wirklich sieht, ist hier in diesen Zellen, das hat so dazwischen geschaltet. Hier fließt das Ganze durch, da sind die ganzen Leberzellen, da sind so bestimmte Räume, das müssen Sie nicht die ganzen Sachen alle auswendig lernen müssen, aber einfach zu verstehen, es fließt von der einen Seite in die andere durch wie so eine Art Substanz, wo es gefiltert wird. Da leben Zellen vom Immunsystem, das ist diese komische Kupfersternzelle, da leben die. Es sind aber auch andere Möglichkeiten, dass Giftstoffe rausgefiltert werden, damit die dann nicht mit dem Blut, was vom Darm kommt, dann in die Zentralvene kommen, sprich in den Rest des Körpers. Ja. Ist eigentlich noch ein cooles System, ja, weil häufig denkt man Entgiftung, ah, das sind doch die Nieren. Nee, das, was, wo ich entgifte, von den Sachen, die ich esse, das geschieht in der Leber über diese mega komplexe Struktur hier. Ja, und da geht alles durch, ob gut oder böse. Ja, und das ist wichtig zu verstehen. Das geht wirklich da so durch diese Zellen. Ich überlege gerade, vielleicht kennen Sie so Blumen mit so Seramis. Oder also nicht mit Erde, sondern so Pflanzen, wo dann diese ganzen Kiesel sind. Und das ist bei der Leber ähnlich. Also es fließt wie oben bei den Pflanzen rein, das es sickert dann durch und unten kommt es wieder an. Aber dort in der Leber geschieht in dem Raum dazwischen sehr viel. Und zwar diese Reinigung, diese Entgiftung, diese Stoffwechselfunktion. Also einerseits werden die, ich gehe nochmal auf diesen Chart hier, also es wird gefiltert. Gleichzeitig werden Eiweiße, Fett und Zucker wie so zur einen Seite gezogen und der Körper sagt, was mache ich damit? Andererseits, Entgiftungsstation, wird der andere Teil, was schlecht ist, versucht zu entgiften, versucht zu reinigen. Und dieses Reinigen, diese Entgiftung, ja, also das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr fortgeschrittener Chart, geschieht so in zwei Phasen. Das möchte ich Ihnen trotzdem zeigen, auch wenn es sehr komplex ist. Weil hier sind verschiedene Sachen wichtig. Erstmal, wir Phase 1, Phase 2. In der ersten Phase, es sind hier fettsoluble, also fettlösliche Toxine. Die werden aber erstmal, da passiert was, wasserlöslich gemacht.
Nur dann, wenn die dann wasserlöslich sind und in Phase 2, können die eliminiert werden über Urin, weil, das ist Galle, oder über den Stuhl. Und diese komplexe Sache muss man verstehen, weil man kann nicht sagen, ja, man entgiftet, man fischt die Sachen raus und dann kommen die weg. Nee, das geschieht mit solchen Enzymen. Hypochrom P450 heißt das, ZYP 450 genannt. Da werden diese ganzen Stoffe erstmal wie so egalisiert. Da müssen Sie sich vorstellen, damit ich überhaupt darin angreifen kann, müssen die erstmal von der Struktur her so gemacht werden, dass ich damit gut arbeiten kann. Ja, wenn Sie sich vorstellen, fürs Essen kochen, wahrscheinlich merkt man, dass ich allmählich Hunger bekomme, wäre es so, wenn Sie Ihren Einkauf haben und Sie packen das erstmal alles aus. Also die Zwiebeln aus der Schale, das Fleisch aus dem Plastikverpackung, was haben wir noch? Die Peperoni klein schneiden und waschen. Das passiert in der Phase 1. Ja. In der Phase 2 passieren andere chemische Substanzen, wie zum Beispiel Zwiebeln anbraten, das Fleisch würzen und anbraten und alles zusammenschmeißen. Ja, das ist so wie zwei Phasen und so geschieht auch unsere Entgiftung. Warum zeige ich Ihnen das? Weil erstens braucht es genug Enzyme, ja, diese Typ P450 Enzyme, dass es überhaupt funktioniert. Und zweitens, hier müssen diese verschiedenen Sachen auch funktionieren, weil hier unten auf Englisch Nutrients needed. Also wir brauchen eine gute Grundversorgung mit Vitalstoffen, damit das überhaupt klappt. Also es klappt nicht einfach nur zu sagen, ich habe ja die Enzyme, das geht schon. Sie sehen hier, was es so braucht. Das sind die ganzen B-Vitamine, Glutathion und Flavonoiden, also Pflanzenstoffe braucht es, damit diese Enzyme den, wie haben wir das eben gesagt, den Einkauf, wie die ganzen Sachen auspacken können, bereit machen können. Und dann, wow, noch mehr Sachen. Braucht es noch mehr Nutrienten, noch mehr Vitalstoffe, damit diese zweite Phase dann überhaupt greifen kann. Ja. Soll heißen, hier ist Methionin, Cystein, Glutathion, Glutamine. Das sind alles Eiweiße. Soll heißen, wenn jemand zu wenig Proteine überhaupt hat, kann es manchmal sein, dass diese Entgiftung irgendwo stoppt, weil es fehlen, wie die beim Essen, wie die Grundzutaten. Ja, wenn ich kein Pfeffer und Salz habe, ja, da kann ich dann kochen, aber irgendwie schmeckt es nicht richtig. Und hier wäre es dann so, irgendwie kann ich es dann nicht richtig ausschalten. Und das müssten Sie sich vorstellen, wenn Sie denken, ja, dann schalte ich es halt nicht aus. Kleine Frage, die ich Ihnen stelle. Wenn ich es dann aber nicht eliminiere, ja, wo bleibt es denn dann? Denken Sie mal drüber nach. Wenn einer dieser komplex aussehenden Phasen, und wie gesagt, Sie müssen es nicht im Detail wissen, aber einfach zu verstehen, wenn das an irgendeiner Stelle hinkt, wo bleiben denn dann die Toxine oder die Sachen, die nicht entgiftet werden? Wenn die nicht über den Urin und Stuhl und die Galle rausgehen. Was meint er? Ich gucke mal, ob jemand die Chat-Funktion entdeckt hat. Was meinen Sie? Es klappt nicht. Wo geht es dann hin? Probieren Sie mal, tippen Sie mal ein, mal gucken, wer der Schnellste ist. Wer was in den Chat schreibt. Genau, perfekt. In der Leber bleibt es. Das ist nämlich fies. Der erste Punkt ist wirklich, und das ist der erste Punkt, es wird dann teilweise einfach in der Leber abgespeichert und dadurch sammelt sich das und kumuliert sich. Es kann aber auch passieren, dass es dann nicht über Urin und Galle und Stuhl rausgeht, sondern einfach mit dem Blut rausfließt. Ja? Und das gehe ich nochmal hier drauf, wenn es, ich glaube, hier ist besser. Ja, es geht hier durch, hoch. Es wird hier nicht entgiftet, weil es einfach nicht klappt. Und dann geht es ins Blut. Und dann der nächste Schritt, ja, also deswegen ist das auch richtig mit dem Blut. Also erstens Leber, zweitens Blut. Und dann ist der dritte Schritt, ja, Mist. Wenn das jetzt durch den Blut zirkuliert, wo bleibt es dann im Körper? Und da kann es sein, dass es entweder, jo, wie soll ich das sagen, überall da, wo das Blut durchfließt, kann es abgelagert werden. Und da ist zum Beispiel, das hat hier jemand geschrieben, Ablagerung zum Beispiel in den Gelenken. Ja, alles, was durchblutet ist, dort fließt das Blut mit den Giftstoffen durch und da kann es abgelagert werden. Und auch, das ist so das Thema vom übernächsten Webinar, teilweise können die Sachen auch bis zum Gehirn kommen
Und dann sprechen wir von der sogenannten Darm-Leber-Hirn-Achse. Und das kann zu vielen Problemen führen. Super, ich sehe, der Chat klappt. Perfekt. Cool, machen wir weiter. Ich glaube, das war auch schon alles. Genau, das war so die Anatomie. Ja, weil ich will ja jetzt keinen medizinischen Vortrag von 5 Stunden halten, was ich auch könnte. Aber wichtig ist dieses Verständnis. Ich gucke gerade, ob ich das Bild nochmal habe. Nee, das gehe ich nochmal hier vorne drauf. Also wirklich dieses Verständnis nochmal, alles, was wir im Darm aufnehmen. Und darum habe ich auch geschrieben, ganzheitliche Leberreinigung. Wir müssen uns immer angucken, ja, wo kommt denn die ganze Belastung für die Leber her? Die kommt aus dem Darm, Dünndarm. Alles geht über die Standleitung zur Leber. Dort wird entgiftet, dann geht es raus. Aber ich habe schon mal ein paar Andeutungen gemacht, wo was schiefgehen kann. Sehr schön. Sind sonst noch Fragen zum Anatomieteil? Wir kommen gleich jetzt zu den Problemen. Da vorne. Jetzt noch eine Frage, gerade gucken. Genau, die Frage ist, was passiert, wenn es in der Leber bleibt? Genau das schauen wir uns jetzt an. Super. Ich muss da gerade gucken, wie ich das hier alle wegmache. Das kommt nämlich jetzt. Merci. Hallo. Jetzt gucke ich gerade, ob ich hier rumspiele. Das ist alles à jour. Okay. Probleme. Der Professor Lundgren hat ein gutes Buch geschrieben, Artgerechte Ernährung. Da habe ich mal die ganzen Symptome rauskopiert. Also sind 2 Seiten, Achtung. Wenn es also irgendwo Probleme mit der Darm-Leber-Achse gibt, wie kann sich das ausdrücken? Oder umgekehrt, wenn ich solche Probleme habe, muss ich sehr häufig denken, ist irgendwo was mit Darm-Leber-Achse nicht in Ordnung? Gelenkbeschwerden, was genau zum Punkt, der eben gemacht wurde, Ablagerung, Mülldeponie, Gelenke. Müdigkeit, Aufwachen zwischen 2 und 3 Uhr, Hautprobleme sehr häufig, Schleimhautprobleme, Schulterschmerz und vor allem hier rechts, muss man an die Leber denken, Stuhlfarbe, grundsätzlich unterschiedlich, ein Fettstuhl, also Schwimmstuhl, also der da oben schwimmt, Völlegefühle, Harngeruch, Hämorrhoiden, was haben wir noch? Das sind noch Symptome. Depressive Verstimmungen, also Thema Hormone, Einschlafstörungen, Schmerzempfindlichkeit, Alkoholintoleranz. Irgendwas klappt mit der Leber, mit der Entgiftung nicht so richtig. Gelbfärbung, unangenehmes Gefühl im Bereich der Leber. Das kann auch manchmal vorkommen. Und dann aber komplett andere Sachen, wo man denkt, was hat das mit Leber zu tun? Wie Haarausfall, Akne, Übelkeit, Hautjucken, Kopfschmerzen, Kaffee, langer Nachgeschmack und kalte Hände und Füße. Das ist mal eine Riesenaufzählung für, bei diesen Sachen werde ich immer schon hellhörig, wenn jemand damit kommt und sagt, guck da mal, Darm-Leber-Achse, vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Ja. Es ist eine Riesenliste, wir wollen die nicht im Detail durchgehen, nur um Ihnen zu sagen, wie viele Probleme davon einfach abhängen können. Und das sind jetzt keine Probleme wie, da kommen wir gleich zu, wie Leberzirrhose. Nee. Gelbfärbung der Haut kann irgendwas mit dieser Darm-Leber-Achse zu tun haben, wo was nicht stimmt. Deswegen sind diese Leberprobleme oder Leber, nennen wir sie Belastungen oder Störungen in der Darm-Leber-Achse eigentlich häufiger, als man so denkt. Also die richtigen Probleme haben eigentlich, ich finde das erschreckend, dass ich es gesehen habe, 30% der Bevölkerung, aber das sind die klassischen Leberprobleme. Das hier, die 2 Seiten, das waren mehr Symptome, die irgendwo was auch mit Leber und Darm zu tun haben. Das heißt, wenn ich das angehen will, muss ich mich um Darm und Leber kümmern. Aber das sind so schulmedizinisch die klassischen Leberkrankheiten, Leberprobleme. Also 30% haben die klassischen Probleme, wie nicht-alkoholische Fettleber, nennt man auch NAFLD, die Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, oder auch nicht-alkoholische Fettleberhepatitis. Hepatitis, immer mit IS, ist eine Entzündung. Schritt weiter, alkoholtoxischer Leberschaden oder auch die Zirrhose. Das sind so die klassischen. Also wo die Schulmedizin sagt, Leberprobleme ist das. Aber wir wissen aus der Implementärmedizin, dass die Sachen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, ich auch immer gucken muss, Darm-Leber-Achse, wo stimmt was nicht. Trotzdem möchte ich kurz auf diese Sachen eingehen. Weil zum Beispiel die nicht-alkoholische Fettleber ist sehr verbreitet.
Viele denken, ich habe doch keine Fettleber, ich trinke keinen Alkohol. Richtig, aber muss auch nicht vom Alkohol kommen. Darum heißt die ja auch nicht alkoholische Fettleber. Und wenn jemand sagt, ah, das will ich gerne wissen, habe ich eine oder nicht, braucht man ein paar Werte. Ich habe Ihnen das mal hier rauskopiert, der sogenannte Fettleberindex. Das ist von der Universität von Bologna. Ja, das ist, ich finde den Namen auch schon gut, Fegato. und zwar kann man hiermit berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Verfettung der Leber vorliegt. Und Sie sehen, was man hier eingeben muss, die Körpergröße und Gewicht, ja, der sogenannte BMI, der sich daraus errechnet, aber jetzt aus dem Blutbild die Triglyceride, ja, das sind also die umherschwimmenden Fette. Und wir reden jetzt nicht über hier Omega-3, sondern wirklich die schlechten Fette. Und das sogenannte GGT, das ist einer der drei Leberwerte, die ein Arzt schon mal misst. Ja, es gibt das GOT und so weiter und ALAT. Und aber das GGT ist eins der drei und das braucht man für diese Formel, um die nicht alkoholische Fettleber zu bestimmen. Und Rauchumfang. Fettleber ist ja eigentlich, wenn wir zu unserem Bild des Depots kommen, eine Einlagerung von zu viel Stoffwechsel, zu viel Kalorien als Fett. Dadurch wird die Leber fetter. Ja, und wenn der Speicherplatz voll ist, der Leberspeicherplatz, wird das danach an unserem Bauch abgelagert. Und deswegen ist auch immer ein sehr wichtiger Indikator noch der Bauchumfang. Und wenn man alle fünf Sachen hier eintippt in die Formel, kann man dann die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass vielleicht eine Leberverfettung vorliegt. Genau, weil es muss nicht sein, dass einer der Leberwerte, den Arzt misst, so extrem hoch ist, dass er sagt, wow. Weil meistens, wenn er das sagen würde, ist irgendwas mit der Leber schon nicht mehr in Ordnung. Ja, aber was wir ja machen wollen, ist ja die Prävention und die Verbesserung. Und da ist das hier mal ein guter Index, weil wir dann noch was gut machen können. Was ist diese komische NASH, also die jetzt zur Abgrenzung, die nicht-alkoholische Steatohepatitis. Über Hepatitis ist mit Entzündung. Da haben wir in dem Bereich dieser Leberzellen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, eine Entzündung. Ja, das wird dann hier geschrieben, Ballonierung oder Nekroapoptose. Ballonierung ist, wenn größer, 2 bis 3 Mal so groß, also die werden so wie aufgeblasen. Und auch Nekroapoptose, nekrotisch, ist so absterbend. Das steht hier, beginnende Degeneration. Ja. Nur ich wollte Ihnen nur ganz kurz diese Sachen zeigen. Das sind die klassischen schulmedizinischen Sachen. Da braucht man keine Angst vor zu haben, weil häufig ist das hier in dem vorderen Bereich, was ich Ihnen mit Symptomen zeigte, eher ein Problem und da kann man sehr gut eingreifen. Nur, dass Sie einfach mal wissen, es gibt einen großen Unterschied, weil es in dem Problem Leberzirrhose zum Beispiel, man muss keine, soll ich sagen, wenn wir Probleme haben, zum Beispiel mit den Hautproblemen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, heißt das nicht, dass ich eine Leberzirrhose habe. Ja? Also das ist ganz wichtig, das sind alles Vorstufen, aber ganz, ganz weit vorne. Trotzdem, der Vollständigkeit halber, möchte ich zeigen, Leberzirrhose, man sieht das hier so, ist eigentlich ein Umbau dieser Leberzellen in Bindegewebe. So, hört sich an, ja, Bindegewebe ist ja eigentlich was Gutes, Bindegewebe. Nicht bei der Leber, weil wenn das die Leberzellen Bindegewebe sind, können die nichts mehr machen. Dann können die nicht reinigen, können die nichts machen. Und das ist im Prinzip die Leberzirrhose, also dass sie umgewandelt wird in Gewebe, was nicht mehr deren ursprüngliche Funktion gewährleisten kann. Genau. Oh, das ist die falsche Seite. okay, das waren jetzt mal die verschiedenen Probleme. Ich gehe das von vorne nochmal durch. Also das sind klassische und Symptome, wo man sagt, irgendwas mit der Darm-Leber-Achse stimmt nicht. Das gucken wir uns gleich an. Also wo kann es da irgendwo haken? Aber nur damit Sie sehen, wie vielfältig, vielseitig Probleme auf dieser Achse sich im Körper ausdrücken können. Und das heißt nicht, dass wenn irgendwas nicht stimmt, ich gleich eine Leberzirrhose habe oder aber eine Hepatitis, aber schon mal eher eine Fettleber. Ja, und das kann man einfach rausfinden, indem man das nimmt. Wie man das wegkriegt, jo, ich sag mal, gucken wir uns daher an, aber einfach gesagt, Fett verbrennen.
Sagt sich jetzt einfacher als getan, aber es sind keine Zellen kaputt. Und das ist das Schöne. Es sind einfach Zellen, diese Leberzellen, die sich die Speicherplätze mit Fett gefüllt haben und nachher auch dann der Bauchumfang gewachsen ist, weil die Leber voll ist. Na, aber das ist so eine gute Formel, da kann man das mit rausfinden. Gut, sind bis hierhin noch Fragen, bevor wir zu den Ursachen kommen und dann zu den Lösungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Sehr schön. Also, wir gucken uns jetzt diesen ganzen Kreislauf wieder an. Ja, wir haben ja gesehen hier, gesamte mit Nährstoff angereicherten Blut geht zur Leber. Wichtig zu verstehen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal verschiedene Problemfälle, wie es auf dieser ganzen Achse, das ist wichtig, Achse, Darm, über die Fortader zur Leber, mit irgendwas passiert in der Leber, passieren kann. Wo müssen wir anfangen? Ernährung. So, ich habe jetzt verschiedene Punkte. Ernährung. Also, was kann eine Belastung zu einer Belastung führen? Und zwar dann, wenn ich vom Essen her relativ viel Zucker oder auch Stärke esse. Stärke meine ich jetzt, das ist die Glucose, nichts anderes. Ich rede nicht von Ballaststoffen, das ist ja gut für den Körper und für den Darm, sondern einfach viel Zucker und Stärke. Stärke ist nichts anderes als eine lange, ich habe sogar eine hier, ob man die sehen kann, mal gucken. Ne, doch, eine Perlenkette, ja, mit ganz viel Glucose. Genau, ja, das ist Stärke. Ja, für die, die mein Webinar Artgerechte Ernährung Ballaststoffe gesehen haben oder nochmal nachschauen wollen, da gibt es große Unterschiede und diese Stärke, wie jetzt im Getreide etc. etc., der Zuckerteil, ist halt dahingegen eine Belastung, weil, wollen wir sich vor Augen führen, wenn ich es nicht verbrenne, also Glucose kann ich eigentlich super gut verbrennen, wenn ich aber mehr esse an Glucose, als ich verbrennen oder verbrauchen kann, wird sie gespeichert. Der Körper sagt ja, ja, irgendwo muss ich damit hin und er speichert jetzt den Zucker, die Glucose als Fett. Und zwar Triglyceride. Genau. Haben wir schon mal eben gehört. Das war dieser Wert, der es für die Formel braucht. Und das ist wirklich so. Es ist nicht unbedingt das Fett, was als Fett gespeichert wird, sondern sämtliche Energie, die ich zu viel zu mir nehme, wird einfach als Triglyceride gespeichert. Ja, weil irgendwie, das muss man sich vorstellen, um das dann in dieses Depot reinzustecken, kann man das nur als Triglyceride reinstecken. Wäre jetzt schön, wenn man sagen würde, ah, das wird zu Omega-3 oder DPA, EPA verwandelt. Das wäre schön, klappt leider nicht. Es wird zu einem schlechten Fett verwandelt und das wird gespeichert. Ja, wo zuerst? Das habe ich Ihnen eben schon erzählt. Erst unsere Leber, weil das ist der Speicherort, der am direktesten da ist. Wenn das dann voll ist, Bauch, nennt man auch so das viszerale Fett. Also erst zwischen den Organen. Ja, und wenn das dann da voll ist, dann wächst der Bauch. Genau. Was ist die Folge? Dann verfettet die Leber. Und das ist von der Ernährung, nicht weil wir zu viel gesundes Fett essen, sondern häufig von der Ernährung her, wenn wir zu viel Zucker oder Stärke zu uns nehmen, die der Körper nicht verbrennt. Genau. Also Ursachen, das ist schon mal der erste Punkt. Essen, viel Zucker und Stärke. Also Sie sehen, ich fasse das hier zusammen. Das war der ausführliche Chart über die Ernährung, wie kann es zu einer Fettleber kommen und damit zu Problemen auf der Achse Darm-Leber. Gucken wir uns den nächsten Punkt an. Ich hatte das schon angedeutet, so mit dem Mikrobiom. Wie ist denn das da eigentlich? Und da ist es so, wenn wir hier ein Gleichgewicht haben in unserem Mikrobiom, sondern zu viel schlechte Bakterien, zu wenig gute, kommt es auch zu einer Störung der Darm-Leberachse. Sie sehen hier den Gewitterfall. Und das ist auch so, gerade ich habe das mal hier ein Beispiel von der Stuhlanalyse mitgebracht. Man sieht hier zum Beispiel, hier in diesem Fall, das ist so das Basisprofil Darm. Hier sieht man zum Beispiel die Escherichia coli Bakterien, die hier zu hoch sind bei diesem Klienten. Das sind andere potenziell schlechte Bakterien. Das sind eigentlich gute Bakterien, total im Ungleichgewicht. Lactobacillen und Bifidobakterien viel zu niedrig. Und die Clostridien und weitere schlechte Bakterien. Hier unten sieht man noch die Candida oder Pilze. Die sind im grünen Bereich. Was uns das zeigt hier, ist dank der Stuhlanalyse, dass hier Mikrobiom total im Ungleichgewicht. Also zu wenig gute Bakterien
Enterokokken, Lactobacillen, Bifido. Die schlechten Bakterien, in diesem Fall E. coli und vor allen Dingen die Clostridien, nicht in Schach halten können. Und das Problem ist nur, dass diese schlechten Bakterien sehr häufig sogenannte Stoffwechselprodukte erzeugen, zum Beispiel Ammoniak oder andere Sachen, vor allen Dingen die Clostridien. Wo gehen die denn hin? Die gehen jetzt nicht hinten raus im Sinne von wieder Blähung, es stinkt. Klar, es kommt das sehr häufig auch von diesen Bakterien. Aber noch schlimmer ist, die produzieren auch andere Stoffe, wie das Ammoniak zum Beispiel, das dann durch die Darmschleimhaut über die Pfortader zur Leber geht. Eine weitere Störung für diese Achse. Ja, das ist wieder eine Sache, dann sagt man sich, ja gut, kann die Leber halt ja dann einfach entgiften. Klar, aber dann hat sie natürlich mehr zu tun, mehr zu entgiften und manchmal schafft es dann nicht. Genau, und das ist so, darum als zweite Ursache, die ich aufführen wollte, warum diese Darm-Leberachse gestört sein kann, sind entweder schlechte Darmbakterien, das Fehlen der guten, aber auch Pilze. Und das sind so die zwei Sachen, die man ja, wie Sie es gerade gesehen haben, dank der Stuhlanalyse wirklich einwandfrei rausfinden kann. Wo geschehen die Fehler? Also, wo können noch Fehler passieren in dieser ganzen Achse? Anfang schon angesprochen, Anatomie des Darms, Oberflächenvergrößerung hier auf dieser Ministruktur. Ja, also auf diesen, wir haben hier 40-fachen Vergrößerung, auf den 400 bis 500 Quadratmeter Vergrößerung. Und da reden wir natürlich über den löchrigen Darm, den Leaky Gut. Und das Bild finde ich immer nochmal gut, wo man das hier sieht. Normalerweise sieht die Darmschleimhaut so aus, die intakte, mit diesen Schleusen dazwischen. Hier hat es gute Bakterien, schlechte und es wird gefiltert. Nur Sachen, die durch dürfen, kommen durch. Wenn es jetzt aber einen löchrigen Darm hat, wie hier in diesem Fall, und diese Schleusen so geöffnet sind, dann können ungefiltert bestimmte Sachen durchkommen. So, dann sagt man, klar, kommt halt was durch, was passiert da? Geht ins Blut und dort sind dann zwei Strukturen, die mehr arbeiten müssen. Einerseits unser Immunsystem, weil hier drunter ist ja das Blutkreislauf. Hier sieht man diese Pusteln. Das sollen schlechte Keime sein. Die müssen mehr arbeiten. Na, sehr häufig habe ich dann Immunsystemprobleme bis hin zur Immuninsulinresistenz und niedriggradige Entzündung. Ist aber nicht das Thema des heutigen Abends. Aber auch denken Sie dran, wenn jetzt schlechte Stoffe durchgehen, die nicht gefiltert werden, wo geht das alles hin? Zur Leber. Ja, und da sind wir dann bei den Sachen, die dann sehr häufig, und das sehe ich bei den Sachen mit dem geschädigten Darmschleimhaut, wirklich, die dann durchkommen, zur Leber gehen, die Leber versucht zu entgiften und entweder ist er dann überfordert, überlastet oder sehr häufig kann es auch weiterziehen in den ganzen Körper. Und das schauen wir uns dann beim übernächsten Mal an. Thema Darm, Leber, Hirn. Denn das kann auch zum Hirn gehen. Ja. Probleme mit der Darmschleimhaut kann man auch dank der Stuhlanalysen einwandfrei sehen. Man sieht hier wieder die zwei Hauptmarker der Stuhlanalyse bezüglich der Darmschleimhaut. Das sogenannte Alpha-1-Antitrypsin ist erhöht, bedeutet, es liegt sehr wahrscheinlich ein löchriger Darm vor. Das Kalprotektin, damit misst man in der Stuhlanalyse, ob die Darmschleimhaut auch entzündet ist. Na, bei diesem Fall, Beispiel aber nicht der Fall. Voilà. Das ist mal die dritte Ursache. Wir hatten das Essen, Darmflora, Darmschleimhaut. Ja, wo kann noch was schiefgehen? Und wieder auf dieses komplexe Bild. Na, Sie erinnern sich, hier geht es Blut hoch, dann wird es hier gesäubert und dann der Rest fließt ab in den Körperkreislauf. Und dazwischen wird gereinigt und gemacht und getan. Ja, was ist denn, wenn der Leberlappen voll ist, in Anführungszeichen. Ja. Wenn wir so viel zu entgiften haben, dass es sich da gespeichert wird und voll wird und der Körper aber nicht hinterherkommt, dass da immer vernünftig gereinigt wird. Weil ich hatte ja gezeigt, normalerweise ist ja die Idee, dass dann diese Sachen über den Urin, über den Stuhl oder die Galle rausgeschafft werden. Aber sehr häufig ist die Leber auch voll. Und mit diesem Bild wollte ich Ihnen wirklich zeigen, wenn man darüber redet, ja, Leberreinigung, was reinige ich denn überhaupt so?
worum geht es eigentlich genau? Weil da gibt es sehr viel Verwirrung, auch wenn ich mit jemandem spreche, die sagen, ah, ich mache gerade Leberreinigung, ich nehme gerade das und das. Bei mir, hey, es klappt gut, ist die Gallensteine purzeln wie verrückt. Hat mit Leberreinigung nichts zu tun. Primär Leberreinigung geht es darum, hier das Ganze zu reinigen, die Giftstoffe rauszuschaffen. Und dann, klar, ist es wichtig, dass sie dann natürlich auch über die Gallenwege rauskommen. Also von daher, klar, dieser ganze Gallenblase, Gallengang muss frei sein. Aber primär die Leberreinigung ist es hier mit verschiedenen Stoffen, das anzukurbeln, damit die Entgiftung losgeht. Ich bin schon bei Lösungen, aber da komme ich gleich nochmal zu. Aber nur zum Verständnis, was kann schiefgehen und darum Leberlappen voll, wenn sozusagen das Depot oder diese Fläche, wo es gereinigt werden könnte, nicht mehr genug aufnehmen kann. Ja, was noch? Last but not least, ich gucke gerade hier, genau, das ist so die letzte, weil ich versuche das ein bisschen zu vereinfachen, sonst könnte ich Sie bis zur Mitternacht hier begeistern oder einschläfern. Man muss sich hier gucken, wir sind ja jetzt bei, wo könnte es noch dran scheitern? Was sind die fünf häufigsten Probleme? Und dieses Bild hiermit hatte ich Ihnen noch gezeigt. Es braucht natürlich genug CYP450, Enzyme. Kann ich jetzt nicht zu mir nehmen, das bildet der Körper normalerweise. Es gibt dann schon mal Leute, die haben zu wenig davon. Okay, kann man ausfinden. Aber ganz wichtig sind Vitalstoffe. Hier, Nutrients needed. Unheimlich wichtig. Wenn ich zu wenig Versorgung habe mit Klassikern wie B-Vitaminen, wie genügend Proteinen, Magnesium etc. etc., dann funktionieren diese zwei Phasen der Entgiftung nicht so richtig und es wird mehr abgespeichert, entweder in der Leber oder aber es zirkuliert im Blut umher. Ja, und das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn man denkt, oh, ich habe da irgendwelche Entgiftungsprobleme, wo kann das herkommen? Frage, habe ich überhaupt genügend Vitalstoffe? Und das ist auch die fünfte Ursache, die ich so mal zeigen möchte, ist wirklich der Mangel an Mikronährstoffen und teilweise auch an Bitterstoffen. Also Mikronährstoffe ist genau das, was ich hier zeigte. Das ist damit, also Mikronährstoffe, die ich brauche, damit das Ganze gut funktioniert, aber auch Bitterstoffe oder gute Enzyme etc., die den Körper oder der Leber helfen, auch zu entgiften. Ja, weil wir wissen ja, diese Bitterstoffe sind so wichtig, damit auch dann die Leber angekurbelt wird, die Aktivität angekurbelt wird. Und wenn ich einfach nicht viel Bitterstoffe zu mir nehme, ja, sei es in der Ernährung oder auch als Vitalstoffe, ja, leidet diese Entgiftung auch. Ja, und das muss man sich immer individuell anschauen, wie derjenige auch von den ja, Mikronährstoffen oder Bitterstoffen auch sich versorgt. Ja. Und das sind mal jetzt die fünf wichtigsten Ursachen. Und das zusammengefasst, also das Essen muss man sich angucken, immer die erste Sache, zu viel Zucker und Stärke kann zu Problemen auf dieser Achse führen, Thema Leberverfettung oder Belastung einfach schon. Darmflora, schlechte Darmbakterien oder Pilze, denn die belasten mit Stoffwechselprodukten im Darm, das dann durch diese Fortader in die Leber geht, also hat die Leber mehr zu tun, als sie eigentlich schon so haben sollte. Drittens, löchriger Darm, Probleme mit der Darmschleimhaut. Was ist das Problem? Sachen werden nicht so gefiltert, gehen da durch, mehr Leberbelastung. Oder aber die Leber ist voll, die Leberlappen sind voll, ja, dann reinige ich auch schlechter und ein Mangel an Mikronährstoffen und Bitterstoffen und es funktioniert nicht so richtig. Jetzt schaue ich gerade mal nach Fragen, weil im nächsten Teil gehen wir auf die Diagnose und Lösung. Sind auch gut in der Zeit. Gute Frage. Kann man schlank sein und trotzdem eine Fettleber haben? Ja, das ist das sogenannte OFI-Prinzip. Jetzt denken Sie, Tofi, hat das was mit Tofu zu tun? Soja? Nee. OFI kommt aus dem Englischen, heißt Thin Inside. Thin Outside, Fat Inside. Also OFI. Und das heißt, von außen total schlank aussehend, aber von innen eine Fettleber haben. Also man muss gar nicht unbedingt den Bauch haben. Wenn aber diese Werte, die haben sich ja nicht Formel, dass es so ist, dass die Leber einfach mega voll ist, also unheimlich viel
Triglyceride da sind, und ich sehe gerade, da kommt noch eine zweite Frage, deswegen gehe ich auch mal nochmal auf die Formel, wenn ich darf. Wo habe ich sie hingesteckt? Also, nehmen wir mal die Frage erst in der 2. Die eine ist also wirklich schlank. Also, wenn dann bei demjenigen, der diese mega Fettleber hat, aber total schlank ist, und das gibt es wirklich total häufig, dann sind einfach die Triglyceride extremst hoch und dieser Leberwert GGT extrem hoch. Ja, also Größe, Gewicht normal, Bauchumfang, naja, ein bisschen, aber dann kann trotzdem eine Fettleber vorliegen. Ich habe wirklich einen Fall, na, das war der überrascht, der Arzt meinte so, klassischer Schulmediziner, ja, der Fettleber. Also, ich bin nicht dick, ich trinke keinen Alkohol, kann ich nicht haben. Kann man wohl. Ja, und das zu der Frage, kann man schlank sein und trotzdem eine Fettleber haben? Und die andere Frage passt da auch super rein. Wenn die Blutwerte in der Leber IO sind, kann man davon ausgehen, dass die Leber IO ist? Das ist eine super Frage. Was heißt IO? Also, die schlimmen Sachen wie Leberzirrhose, also angenommen, die klassischen drei Leberwerte sind gut. GGT, GPT und GOT heißen die drei. Ja? Wenn die gut sind, dann liegt schon mal keine Leberzirrhosefall, das ist ja so der Worst Case. Es liegt dann auch keine Entzündung der Leber vor, aber ja? Das sind so die blödsten Sachen. Aber es könnte eine Fettleber vorliegen. Da sind die Leberwerte, und hier reden wir ja über das GGT, ist ja noch im Normbereich, aber in Relation zum Ganzen, also Größe und Gewicht und Triglyceride und GGT und Bauchumfang, kann trotzdem eine Fettleber vorliegen. Also der Wert ist okay, der Schulmediziner sagt, ja, passt, aber ich würde mal die Formel nutzen, um zu gucken, vielleicht ist eine Fettleber dabei. Oder, ja, wenn ich zu diesen Sachen hier komme, mit diesen Problemen hier, sehr häufig muss noch gar nicht unbedingt eine Fettleber vorliegen. Aber wenn ich Probleme habe, und jetzt springe ich wieder auf meinen Chart mit, wo habe ich ihn? Ursachen, wo sind meine Ursachen? Sorry, nein, doch, da. Leberlappen, da sind wir. So, wenn ich irgendwo dort Probleme habe, heißt das nicht unbedingt, dass ich dann wirklich, dass die Leber total im Eimer ist, wenn ich das jetzt das IO mal umnenne. Aber es ist einfach eine Riesenbelastung für die Leber, wodurch andere Sachen zu kurz kommen, zum Beispiel Entgiftung. Und dadurch kann ich dann zum Beispiel Probleme kommen, wie ich sie eben auf der Symptomliste zeigte, wie zum Beispiel Probleme. Also wenn ich Hautprobleme zum Beispiel habe, die aufgrund der Leber kommen, heißt nicht, dass meine Leber nicht in Ordnung ist, sondern einfach, dass diese ganze, dass irgendwas auf dieser Darm-Leberachse nicht so richtig funktionieren. Ja? Und das ist so wichtig zu verstehen. Und ich habe das sehr häufig, die zum Beispiel schlechte Fettverdauung haben. Dann gucken wir uns in der Stuhlanalyse an, sehen, oh, ist da viel Fett in der Leber. Also im Stuhl noch. Ja, woran liegt das? Nicht genug Galle produziert. Wir haben ja eben gesehen, schlechte Fettverdauung. Leberprobleme. Dann sagt aber der Patient, das kann gar nicht sein, meine Leberwerte sind gut. Stimmt ja auch, ist ja auch beruhigend, wenn die Leberwerte gut sind. Das heißt, es gibt keine Leberkrankheit, aber trotzdem geht irgendwas in dieser ganzen Achse Darm-Leber nicht rund. Irgendwas hier stimmt nicht so richtig. Zum Beispiel zu viele schlechte Bakterien, zu viel Belastung der Leber. Dann sagt die Leber, ich arbeite schon 24 Stunden am Tag. Ich versuche mein Bestes, aber dann kommt dann irgendwie die Produktion von Galle zu kurz oder andere Sachen zu kurz. Und dadurch habe ich dann Probleme. Genau. Und das ist ja das Schöne auch, wenn ich das so sagen darf, des ganzen Themas. Ich kann ja was retten, ohne dass wirklich die Leber großartig da nicht in Ordnung ist. Ja, sondern darum erkläre ich das auch so ausführlich. Man muss einfach die einzelnen Sachen sich angucken und gucken, geht irgendwo was schief? Genau. Gibt es sonst noch Fragen zu den Ursachen oder bis jetzt? Gut, kommen wir zum letzten Punkt. Alle guten Dinge sind vier heute Abend. Also Diagnose und Lösung. So, und jetzt möchte ich im Prinzip das, was ich eben alles erklärt habe, nochmal gehen mit einem Motto. Okay, wenn ich weiß, da und da ist ein Problem, was kann ich machen? Fangen wir doch mal an, wieder beim ersten Punkt, Ernährung. Wenn jemand eine Frühjahrskur für Leber und Darm machen möchte, was ist da das Beste in der Zeit?
wirklich mal low carb sich zu ernähren. Also wenig Zucker und Stärke, aber viel Gemüse, viele Ballaststoffe. Auch irgendwo muss ich satt werden. Sättigendes Eiweiß, zum Beispiel Nüsse, Eier, Fisch oder Geflügel. Aber auch genügend Fette, und zwar gesunde Fette, denn Fette machen nicht die Leber fett, sondern hochwertige pflanzliche Öle aus Olivenöl oder Kokos sind sehr gut für den Körper. Und, das ist immer so ein Thema, Gemüse ist gut, sage ich immer, aber Obst schon. Wenn dann viel Obst, bitte nur die zuckerarmen Obstsorten. Ja, denn Obst hat auch immer Zucker, gerade so Trockenfrüchte sind Zuckerbomben, potenzielle Leberverfetter. Und wenn ich sage, ja, aber ich liebe Obst, dann einfach zuckerarme Obstsorten. Das ist einfach viel besser, hat viel weniger Fructose, weniger Zucker und das kann man ganz gut dabei ergänzen. Und das ist mir so wichtig, darum wollte ich das heute Abend mit dieser Frühjahrskur auch ganzheitlich zeigen. Wichtig ist einfach das Ganzheitliche, dass auch Ernährung wichtig ist. Und zuckerarmes Obst, komme ich gerade noch die Frage, ich doch einfach mal in die Runde. Drehe ich doch nochmal den Spieß rum. Was meinen Sie denn? Welches Obst ist denn eher zuckerarm oder was ist zuckerreich? Schreiben Sie doch mal im Chat. Das ist eine gute Frage, um eine kurze Umfrage zu machen. Eigentlich meine Stimme im Moment schonen. Was meinen Sie? Einfach mal im Chat eintippen. Zuckerarm, jetzt muss das hier kommt gerade was. Perfekt. Genau, noch weiter. Ich habe schon zwei gute Vorschläge. Cool. Ja, also ich gebe noch eine. Oh, jetzt habe ich schon vier. Super. Also, tolle Ideen. Also, Beeren. Ich habe hier Johannisbeeren. Ich habe Erdbeeren. Grundsätzlich Beeren. Super. Grapefruit, genau, alle Zitrusfrüchte. Wo ich aufpassen muss, es hat jemand gefragt nach Birne. Auch das ist ein ganz fieses. Ich sehe, also Birne ist jetzt so ein bisschen widersprüchlich. Birne ist ja überhaupt nicht süß. Hat ja auch nicht viel Glukose. Ja, also so von wegen. Aber es hat eine Birne und auch der Apfel, auch wenn er sauer ist, die haben sehr viel Fructose. Und ganz, ganz kurz nur. Ich sehe halt, dass diese fruktosehaltigen Sachen auch sehr stark Leber belasten. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, ich würde dann mehr auf Beeren gehen, auf Melone kam der Vorschlag, auf Zitrusfrüchte. Und das sind so wirklich die zuckerarmen Obstsorten und auf gar keinen Fall Trockenfrüchte, das sind Zuckerbomben. Cool, perfekt. Sehr schön. Also das ist so vom Essen her. Und darum meine ich auch ganzheitliche Frühjahrskur, weil wenn man schon bestimmte Sachen macht aus dem Konzept oder sagt, ich mache mal den einen Punkt, auch an die Ernährung denken, weil diese Ernährungsform für eine Kurzzeit hilft uns auch, die Leber zu entfetten. Und das wollen wir ja auch machen. Und da ist das Low Carb sehr wichtig oder wenig Kohlenhydrate. Und da kann ich auch immer nur wieder, wenn jemand sagt, oh, was ist denn da alles so drin, auf unser Paleo-Food-Sortiment hinweisen. Das heißt, selbst Sachen wie Backwaren kann man auch mit viel Ballaststoffen und wenig Stärke machen. Und wir nehmen viele Sachen mit Ballaststoffen wie Kokosmehl, Mandelmehl, Chia, Leinsamen etc. Und das ist alles sehr, ja, ideal für eine Leberkuh. Cool, nächster Punkt. So. Wir reden sehr viel darüber, über was ist gut zum Essen. Ist ja auch wichtig, aber maximal drei Mahlzeiten am Tag, damit der Verdauungstrakt Pausen bekommt. Ja, und Mahlzeit wäre auch ein Kaffee mit Milch oder eine Birne mit viel Fructose. Einfach mal nur dreimal am Tag zu essen, dann haben Leber und Darm Ruhe. Ja, und dadurch kann auch die Fettverbrennung besser sein, weil nur wenn ich die Ruhephasen habe, und das ist im Intervallfasten noch extremer, dann, wenn ich diese Pausen habe, sagt der Körper, Mist, es fehlt der Nachschub, wo kriege ich denn jetzt die Energie her? Und wenn ich das mache, mache ich das Gegenteil vom Fett ablagern, sondern ich sammle das Fett wieder ein und verbrenne das. Und das ist so wichtig, ob es jetzt zum Thema
die Fett-Leberentfettung verringern oder wirklich das klassische, auch das, die Verbesserung der Insulinresistenz etc. ist wirklich das Intervallfasten oder wenn man sagt, boah, kann ich nicht, dann einfach nur 3 Mahlzeiten am Tag zu essen. Ich gucke gerade mal, hier kam noch irgendwo eine Frage reingeschneit. Genau. Also das ist ganz wichtig, weil es kommt dann manchmal auch diese Hungergefühle am Anfang und das ist super. Ja, viele sagen, ich habe das gemacht, ich habe am Anfang, ich bin nur am Zittern, ich muss was essen. Sagt jemand, nein, bitte nicht. Frag deinen Körper, hol es aus der Reserve. Dann trink einen Schluck Wasser oder einen Tee oder einen Kaffee ohne irgendwas drin. Und dann schafft der Körper das auch wieder in die Reserven, weil wir müssen sich das wirklich bildlich vorstellen, das ist wie um das Fett aus der Leber wieder zu saugen und dadurch die Leber wieder besser zu machen. Und wichtig ist da vor allen Dingen, ich gucke gerade so noch mal ein paar Fragen, also vom Essen her, weil das ist immer eine coole Sache. Es geht einmal um Gluten, ist eine gute Dosis Gluten nicht auch notwendig für den Körper? Kann ich überhaupt nicht bejahen. Was notwendig ist, da wird das häufig mit verwechselt, weil es ist ja immer in Weizen drin und in Getreide und so weiter. Was wichtig ist, ist Ballaststoffe. Ja, und das ist ganz wichtig. Aber wir haben ja auch viele Ballaststoffe in Nicht-Getreidesachen. Und ich rede jetzt nicht grundsätzlich gegen Getreide, um Gottes Willen, sondern hier geht es um das Thema Stärke, was nichts anderes als Zucker ist. Und dann, wenn dann in Maßen, ich bin dann auch ein großer Fan, wenn jemand sagt, ja, aber ich hätte gern was mit Gluten, das schmeckt es mir, das ist nicht schlimm. Einfach von Urdinkel, einfacher zu vertragen und dann auch einfach Mischungen. In unserem Paleo-Food sind wir natürlich sehr extrem, weil das auch für Zöliakie-Leute geeignet ist und extrem ballaststoffreich ist. Genau, also Gluten nicht unbedingt, aber die Ballaststoffe, weil sonst leidet die gute Verdauung. Super Frage. Dann noch eine Frage über, wie ist das mit Fruchtsäften, Protein und Ballaststoffshakes? Ja, würde ich zweiteilig anhören. Wie ist das mit Fruchtsäften? Boah, bin ich überhaupt kein Fan von. Also klar trinke ich auch ab und zu mal einen Orangensaft oder so. Aber Fruchtsäfte sind natürlich reine Fructosebomben und das würde ich auf keinen Fall nehmen bei so einer Frühjahrskur. Protein- und Ballaststoffshakes hingegen finde ich gut. Ja, aber einmal am Tag insgesamt was essen oder trinken oder nur zweimal. Das heißt, wenn ich sage, ich habe da so einen coolen Shake, habe eine gute Grundversorgung da drin, ich habe auch Ballaststoffe noch drin, habe zusätzlich noch, und das ist mein Lieblingsshake, ich habe da einen coolen veganen Schokoshake, den ich liebe, ich haue mir da immer noch Ballaststoffe extra rein und tue mir da aber keine Früchte rein, sondern wenn ich mir sage, das soll noch reichen und verheben, tue ich mir noch eine halbe Avocado rein, tue ich mir noch Hanfsamen rein, dann habe ich einen mega leckeren Shake oder auch eine Mahlzeit, richtig, und das ist gut. Ja, also Protein, Ballaststoffshakes, super, aber innerhalb der 2 oder 3 Mahlzeiten. Dann werde ich mir zum Beispiel morgen machen, morgen ist Dienstag, dann gibt es den bei mir so um die 10 Uhr, bereite ich mir vor, mittags arbeite ich bis mittags, dann gehen wir joggen und dann gibt es abends gibt's ein gutes Essen, dann habe ich meine 2 Mahlzeiten, also das ja und nein. Perfekt, cool, vielen Dank für die Fragen. Ich gucke gerade, ob noch mehr ist oder habe ich das alles aufgearbeitet. Ne? Sieht doch gut aus. Ja, das ist das Thema, also Ernährung, Low Carb, maximal 3 am Tag, idealerweise auch mal das Intervallfasten versuchen. Und Intervallfasten heißt wirklich nur 2 Tage pro Woche, nicht jeden Tag, weil sonst kommt der Körper in eine Krise rein. Und was noch? Wir kommen jetzt so zum Ende. Ich bin halt immer gut, für die, die mich kennen, ich bin halt so der Analytiker. Und wenn ich eine Darmsanierung mache und das in Ordnung bringen will, gucke ich immer in der Stuhlanalyse, was ist denn eigentlich das Problem? Sind es die schlechten Bakterien oder ist es die Darmschleimhaut oder ist es was anderes? Und für mich persönlich als Therapeut ist es dann immer so eine Stuhlanalyse machen und dann gucken, was brauche ich für Elemente? Brauche ich was für die Darmreinigung? Brauche ich was gegen Pilze? Brauche ich was für die Darmschleimhaut, Leaky Gut? Oder ist meine Darmschleimhaut auch entzündet? Und verdaue ich gut oder schlecht? Das sind so die 5 Sachen, die ich mir mal angucke. Also grundsätzlich in so einer Frühjahrskur irgendwas mit Darmreinigung, ob jetzt mit oder ohne Stuhlanalyse, kommt aufs Zeit an und auch das, was man so fühlt und das, was ich als Therapeut auch sehe. Leberreinigung ist extrem individuell.
Und da habe ich eben ja auch schon gezeigt, um diese Leberlappen zu reinigen, braucht es einerseits die Frage, habe ich überhaupt eine gute Grundversorgung mit Vitalstoffen, dass diese Leber, dass diese Entgiftungsschritte überhaupt gut funktionieren? Und habe ich genug Bitterstoffe? Das ist das Fundament. Deswegen schreibe ich hier auch nicht hin, die und die Zutaten braucht, weil das ist individuell. Bitterstoffe, Mikronährstoffe, ist die Grundversorgung gut? Und dann die zweite Sache ist, wenn sie dann gut ist, aber wie kann ich sehen, dass ich einen Frühjahrsputz mache? Und den Frühjahrsputz ist sozusagen die Sachen aus diesen Leberlappen rausspielen. Und da gibt es so diverse, wenn man das mal googelt, kann man bis zu 100 Stoffe finden. Das schaue ich mir dann aber auch immer, das darf ich nicht in einem Webinar machen, sondern nur immer in einem persönlichen Gespräch und Beratung machen, anschauen, was braucht es dann? Braucht es dann mehr Omega-3? Braucht es dann mehr Stoffe wie Chlorella spirulina? Braucht es dann mehr Substanzen wie Bitterstoffe? Braucht es andere Substanzen? Was ist bei dem jeweiligen immer wichtig, damit wir die Sachen rauskriegen? Aber es geht nicht nur allein mit dem neben dieser Sachen, sondern, und das habe ich ja eben auch versucht zu zeigen, mit Ernährung, Nahrungsfrequenz, Darm verbessern. Und dann macht es auch Sinn, die Leberlappen zu entgiften. Weil nur wenn der Nachschub nicht mehr kommt mit schlechten Sachen, und deswegen habe ich das so ganzheitlich gezeigt heute, erst dann macht es Sinn. Ja, es macht keinen Sinn, mit der Leberreinigung anzufangen. Und ich weiß aber irgendwie, die Verdauung stimmt auch überhaupt nicht. Dass dann ständig wieder Nachschub kommt, dann ist das alles auch teilweise für die Katze. Und ein weiterer Vorschlag ist noch, und das sind jetzt noch zwei weitere Sachen. Ich gucke gerade, ob hier noch eine Frage, ob ich das jetzt mache. Super Frage. Kann ich Darm und Leber auch zusammen reinigen? Klares, ich würde es nicht machen. Weil, das ein Beispiel. Und deswegen ist es so aus der, man muss sich das so vorstellen. Also, wir entgiften ja, also, sorry, dass ich kurz ausholen muss. Nehmen wir mal das Thema Leberreinigung. Was passiert denn dann? Ich hole mal das Bild jetzt gerade hin, weil ich finde, das ist eine super Diskussion. Also Leberreinigung heißt ja eigentlich, ich versuche diese Giftstoffe, die da drin sind, rauszukriegen. Ja, und die gehen dann sozusagen, fließen alle hier rein. Und ein Teil geht dann wieder über den Darm, über die Galle, raus aus dem Körper. Stopp. Raus aus dem Körper. Wo haben wir das ganze Bild? Hier, stopp. Also, bildlich. Und deswegen finde ich diese Bilder so cool. Also ich versuche das hier zu reinigen, dann geht das in die Gallenblase und von der Gallenblase geht es in den Dünndarm. Das haben wir hier nicht eingezeichnet. Also es wird wie aus der Gallenblase in den Dünndarm geschüttet und dann raus. Weil irgendwo muss es ja rausgehen. Und wenn ich jetzt, Achtung, das Problem habe, ich habe einen löchrigen Darm, Leaky Gut. Dann wird das Ganze jetzt rausgeschüttet in den Dünndarm und dann dadurch, dass die Darmschleimhaut löchrig ist, geht es wieder zurück zur Leber. Also daher würde ich persönlich, oder so gehe ich eigentlich auch immer vor, erstmal eine Darmreinigung machen. Idealerweise natürlich also nach der Stuhlanalyse oder auch nicht. Darmreinigung plus löchriger Darm beheben. Und wenn das durch ist, 1 bis 3 Monate, je nachdem, dann sage ich Next Step, Leberreinigung. Und so mache ich das auch mit all meinen Klienten, mit denen ich die Stuhlanalyse mache, wo ich sehe, die Leber hat ein bisschen gelitten. Erstmal Darmsanierung und der nächste Schritt Leberreinigung mit der Umstellung. Ja, also beides zusammen wirklich nur, wenn man weiß, geht schon. Also es dürfte kein Leaky Gut vorliegen oder so. Genau. Perfekt. Dann die nächste Frage, macht eine Darm-Leber-Reinigung Sinn während Antibiotika-Kur? Also was ich, würde ich nicht machen. Also wenn ich eine Antibiotika-Kur machen muss, würde ich sehen, dass ich gleichzeitig, ganz wichtig, nicht so viel gute Bakterien vernichte. Also ich würde immer ein Probiotikum nehmen während der Antibiotika-Kur. Ja, also wenn ich Antibiotika mal nehmen müsste oder nehmen muss, nehme ich immer gleichzeitig nicht im gleichen Moment, aber am gleichen Tag, Probiotika, gute Darmbakterien, um nicht zu viel zu schaden. Wenn das dann durch ist, mache ich eine Darmreinigung oder Stuhlanalyse und dann mache ich die Leberreinigung. Genau, so rum würde ich das machen. Perfekt.
Cool. Ich glaube, da habe ich alle Fragen durch. Ich gucke gerade hier oben, alles drin. Ja, jetzt springe ich wieder nach hinten, weil wir sind fast fertig. Ich weiß, es ist 1938, ich überziehe etwas. Entschuldige mich dafür, Leberreinigung. Also zwei Sachen sind auch wichtig, dann sind wir auch am Ende, weil ich versuche wirklich in der Stunde das zu schaffen. Das Ganze, was wir jetzt bis jetzt gesprochen haben, mit Vitalstoffen etc., beruht auf der sogenannten Biochemie. Also ich nehme bestimmte Stoffe, mit denen ich meinem Körper was helfe. Ich finde auch eine super Ergänzung, die Vitalfeldtherapie. Das habe ich Ihnen anfangs ja in dem kleinen Video gezeigt. Da geht es um Biophysik. Kommt so aus der Bioresonanz. Also ich gebe Impulse dem Körper zu entgiften und auszuleiten. Und das ist noch eine super Ergänzung, wo man dann wirklich auch dem Körper helfen kann, dass das, was ich über die Biochemie mache, auch wirklich rausbekomme aus dem Körper. Und das ist dann die gute Ergänzung. Ergänzend ist weiterhin aber auch noch zum Beispiel entschlackende Massagen, solche Honigmassagen oder andere Massagen, dass wirklich auch die Giftstoffe, die ich im Körper abgelagert habe, auch rausbekomme. Und das ist dann weder Biochemie noch Biophysik, sondern dann einfach mal, wie soll ich das nennen, Manualtherapie. Genau. Und damit ist man eigentlich eine ideale Frühjahrskur, dass man wirklich guckt, Ernährung, Essen, Nahrungsfrequenz, Darm, dann Leber, ergänzend mit Vitalfeldtherapie, Bioresonanz oder auch Massagen, kann ich das Ganze wirklich ganzheitlich machen. Und ja, und das ist relativ komplex. Ich danke für die ganzen Fragen heute Abend. Das finde ich super. Ich gucke, ich habe gerade, glaube ich, alles. Irgendwo kommt gerade noch wieder eine Frage auf. Ich muss jetzt mal gucken, wo. Super. Vielen Dank fürs Feedback. Ja, wenn jemand sagt, wow, das war zu viel, ich brauche Hilfe und Unterstützung, wie immer biete ich natürlich eine kostenlose Sprechstunde an, wenn dann das nochmal alles durchgehen möchte und sagt, ich brauche da und da Hilfe oder Tipps oder Ideen oder wie kann ich das Ganze machen. Und das ist immer möglich, auch per Video, egal wo Sie sich befinden, ob in der Schweiz, in Deutschland, Österreich oder in anderen Ländern. Und das ist sehr gut machbar und ich helfe immer gerne. Und weil mir ist immer wichtig, die Individualität. Und ja, was sind die nächsten Webinare? Noch ganz kurz.